Ich habe mir schon lange einmal vorgenommen, das Spiel Nendgame mit euch durchzuführen. Mein Ziel ist es, nach und nach sämtliche Levels von Nendgame vorzustellen. Und zwar einfach mal kurz, was habe ich mir dabei gedacht, wie bin ich zu der Lösung gekommen, und man kann es nachschlagen. Wer irgendwo hängt, kann nachschlagen, wie geht dieser Level. Dazu werde ich die Levels alle in die Zeitleiste mit Timestamps einfügen. Das heißt, keiner muss dieses ganze Video anschauen. Jeder kann den Level sich anschauen, der ihn interessiert, indem er unten den entsprechenden Level raussucht. Heute werde ich nur die Levels 1 bis 4 machen, aber die weiteren Levels werden folgen. Zunächst einmal ein paar Worte zum Ziel. Nendgame ist ein Spiel, wo man aus Nend-Bausteinen einen gesamten Computer bauen soll. Das ist möglich. Wer jetzt mit dem Begriff Nend-Baustein überhaupt nichts anzufangen weiß, ich habe ein Video dazu gedreht, wo Nend erklärt wird, verlinke ich hier oben in der Ecke. Aber jetzt legen wir einmal los. Wir haben hier immer eine kurze Nachricht, um was es geht. Die kann man wegklicken. Wenn man die weggeklickt hat, sieht man hier auf der Seitenleiste noch einmal die Aufgabe für diesen Level. Diese ganzen Fenster klicke ich auch einmal weg. Die werden wir jetzt aktuell nicht brauchen. Wer immer noch nicht zurechtkommt mit dieser Kurzfassung, der kann auch die Levelhilfe sich aufrufen. Da steht dann noch mal umfangreicher, was zu tun ist. Außerdem gibt es für jedes Bauteil, ich habe hier schon mal zwei Nendgatter auf das Feld gezogen, die packt man hier einfach, legt sie mit der Maus ab. Und wir haben hier immer so ein kleines I-Information, da kann man sich nochmal ganz kurze Übersicht darüber verschaffen, was macht dieses Gatter hier genau, da ist die Wahrheitstabelle drin. Wir spielen das Spiel in der englischen Variante. Das Spiel wurde vom Dänen Olaf Juncker Kjær erstellt und der Olaf hat mir mal geschrieben, dass eine deutsche Variante in Planung ist. Allerdings ist die noch nicht fertig. Wer unbedingt Deutsch braucht, der hat auch die Möglichkeit, hier irgendwo das Ganze automatisch sich übersetzen zu lassen. Macht aber nicht wirklich Spaß. Ich sag's mal mit Loriot. Arbeiten mit der Autoübersetzung ist möglich, aber sinnlos. Der Inverter wird hier zum Beispiel als Wechselrichterkomponente übersetzt. Das macht keinen Sinn. Oder dieser kleine i-Button, der wird als ich übersetzt. Ja, wer das mag. Wir machen es in Englisch. Und als letzten Hinweis noch, ich habe hier schon ein paar Level gelöst. Man sieht es ja, die grünen. Wir fangen aber heute von vorne an. Ich mache Clear All Levels und damit es jeder weiß, da kommt noch eine Sicherheitsabfrage. Wer versehentlich da draufklickt, da ist noch nicht alles um. Okay, aber jetzt sind die Levels alle weg. Den einen hat er mir irgendwie nicht gelöscht. Warum auch immer, das bekommen wir noch hin. Fangen wir also einfach an mit dem ersten Level. Ich klicke mal sämtliche Fenster wieder weg. Brauchen wir nicht. Die Aufgabe ist klar, wir sollen einen Inverter bauen. Wenn der Eingang 0 ist, soll am Ausgang 1 sein. Eingang 1, Ausgang 0, also gerade umgekehrt. Und wir haben nur das Nendgatter zur Verfügung. Das ziehe ich hier rein. Die Wahrheitstabelle sagt, okay, wir können die beiden Möglichkeiten nutzen. A und B ist 0, dann gibt es am Ausgang die 1, also invertiert. A und B ist 1, haben wir am Ausgang die 0, das wäre auch invertiert. Also sage ich, der Ausgang geht an den Ausgang. Man zieht immer vom Ende an den Ausgang. Also praktisch immer Eingang nach Ausgang. Ich klicke auf den Eingang hier, ziehe den dahin. Und den B-Eingang muss ich auch auf den Input legen, sodass ich jetzt, wenn ich hier eine 1 anklicke, am Ausgang die 0 habe. Habe ich am Eingang die 0, habe ich am Ausgang die 1. Und dann sage ich, I have completed the level. Und dann sagt er, alles gut, optimal gelöst mit einem NAND-Gate. Klar. Next Level. Machen wir den zweiten Level. In dem Fall soll man ein UND-Gatter bauen, indem man nur NAND und Inverter macht. Klar, NAND ist UND-Gatter invertiert. Wenn wir das wieder invertieren, dann werden wir ein UND bekommen. Also packe ich mir das NAND, packe den Inverter, der ist jetzt neu. Schauen wir mal auf das I. Aha, genau unsere Wahrheitstabelle von vorher.
Den lege ich hier rein, dann verbinde ich die alle brav miteinander. Ausgang auf Eingang, Ausgang auf Eingang, die beiden Eingänge. Dann haben wir das UND-Gatter. Können wir nochmal schauen, nur wenn 1 und, also A und B gleichzeitig gesetzt sind, ist der Ausgang 1. Das wäre die Wahrheitstabelle hier. Aber den Level, den haben wir natürlich gleich geschafft. Passt, zwei Bauteile benutzt, zwei NAND Gates, optimale Lösung gefunden. Nächster Level. Was kommt jetzt? Ein OR sollen wir bauen. Die Wahrheitstabelle ist dieses hier. Das ist quasi, schauen wir uns mal an, mit dem NAND kommen wir nicht weiter, mit dem UND kommen wir auch nicht weiter. Ein Oder-Gatter baut man, indem man dieses NAND nimmt und die beiden Eingänge invertiert. Kann man sich so vorstellen, wenn die beiden Eingänge invertiert wären, dann hätten wir ja praktisch die Ausgangstabelle wie rückwärts. Also hier wären die Nuller, 01, 01 wären beide, ist ja egal, ob man A oder B auf 1 macht, ist jedenfalls nur einer von beiden auf 1. Und die beiden wären alle 1. Wenn beide 1 wären, braucht man eine 0. Und genau das macht ja unser NAND. Wenn beide 1 sind, haben wir am Ausgang eine 0. Das heißt, wir machen den Trick, dass wir A und B invertieren und dann können wir das NAND verwenden und haben die gleiche Wahrheitstabelle wie beim Oder. Verbinde ich mal schön. Schauen wir uns an, ob das so funktioniert. Man kann die auch noch schön sich zurechtrutschen. Also wenn wir keinen haben, ist der Ausgang 0. Wenn wir einen von beiden haben, muss der Ausgang schon 1 werden. Das passiert. Und wenn ich beide auf 1 setze, bleibt der Ausgang auf 1. Das ist das Oder-Glied. Und da sagt er optimal gelöst. Nächster Level, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Wir brauchen das XOR, also exklusiv Oder. Das exklusiv Oder hat am Ausgang nur dann 1, wenn einer von den beiden A oder B 1 ist. Aber wenn beide 1 sind, dann brauchen wir am Ausgang wieder die 0. Wie kann man sowas lösen? Wir könnten uns jetzt überlegen und sagen, wir nehmen ein UND-Gatter zum Beispiel. Das hätte hier die 1. Passt nicht so wirklich. Nehmen wir mal das Oder. Da sind wir näher dran. Beim Oder haben wir hier schon eine 0, haben zwei 1er. Da fehlt es bloß noch da unten. Beim NAND ist es genauso. In der Mitte die zwei 1er wäre da. Da fehlt es da oben. Das heißt, wenn wir OR und NAND nehmen, ich lege die mal nebenhin und verbinde zunächst mal die Eingänge hier fürs OR und ich verbinde die Eingänge fürs NAND. Und dann schauen wir mal, wenn beide 0 sind, ist das NAND auf 1. Wenn einer von beiden 1 ist, sind beide auf 1. Wenn der andere 1 ist, sind beide auf 1 hier. Und wenn beide Eingänge 1 sind, dann ist wieder nur einer von diesen beiden Gliedern auf 1. Das heißt, wir können es uns jetzt leicht machen. Wir können sagen, nur wenn diese beiden 1 sind, wollen wir die 1 am Ausgang haben. Also setzen wir noch ein AND dazu und sagen, wenn Oder und NAND high werden, dann möchte ich den Ausgang auf 1 haben. Und dann sage ich, I have completed this level. Und dann sagt er, wunderbar, das passt. Allerdings, wir haben nicht die geringstmögliche Bauteilmenge benutzt. Also wir haben zwar nur drei Komponenten verwendet, aber diese Komponenten sind ja aus mehreren NANDs aufgebaut und wir haben insgesamt 6 NANDs verbraucht. Es gibt eine Lösung, in der man das nur aus NANDs aufbaut. Da kann man ein bisschen überlegen, kommt man vielleicht drauf, oder man kann sagen, man weiß es eben, man schaut es nach, das findet man im Internet. Ich baue mal diese Lösung hier auf. Und zwar verwenden wir hier zwei NAND-Gatter. Verbinden diese NAND-Gatter die Ausgänge miteinander. Und unten setzen wir nochmal ein NAND-Gatter hin,
wo die inneren Eingänge der mittleren NANDs an den Ausgang gehen. Wenn wir, machen wir mal den nochmal weg, wenn wir das hier an die Eingänge anschließen, also das da und den jeweils an A und B und schauen uns das an, die beiden Eingänge 0, dann haben wir hier zweimal die 1. Wenn ich einen Eingang mache, habe ich hier eine 1 und eine 0, also eine 0 und eine 1. Den anderen Eingang alleine, dann habe ich hier eine 1 und eine 0. Und wenn ich beide Eingänge auf 1 setze, dann habe ich hier wieder beide auf 1. Das heißt, das ist genau unsere Nicht-Und-Funktion. Wenn ich beide hier, diese beiden NANDs auf 1 habe, dann möchte ich genau, dann habe ich ja entweder diesen Zustand oder den untersten, dann möchte ich am Ausgang ja genau die 0 haben. Also kann ich hier nochmal ein viertes NAND hinsetzen und sage, die verbinde ich hier und dann habe ich genau die Wahrheitstabelle. Beide 0 haben wir hier eine 0. Einer an ist eine 1, beim anderen auch. Und wenn ich beide anmache, haben wir wieder die 0. Das, wenn ich als Ausgang nehme, und die kann ich jetzt hier wegschmeißen, braucht man nicht mehr, dann wird das die optimale Lösung sein. Das schieben wir schön noch hin, dass es besser ausschaut. Sagen Stay at this level und sagen I have completed. Dann sagt er, wunderbar, 4 Bauteile benutzt, 4 NAND Gates insgesamt, optimale Lösung. Das war's für die erste Folge vom NAND Game Walkthrough. Bis zum nächsten Mal.